Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia und guckt euch das mal an. Wir befinden uns im Niakera Geisterpfad und ich habe eine Truhe übersehen, das darf nicht wahr sein. Was ist hier drin? 800 Gold, das kann ich sogar gebrauchen. Ich meine, guckt euch mal an, 17.000 Gold. Ja, ich habe eine Runde trainiert und ich habe absichtlich ein paar Sachen ja, gesammelt. Und zwar bis zu dem Zeitpunkt, in dem ich ein Ziel bekommen würde. Oder habe ich den schon bekommen? Weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls, wo laufe ich überhaupt lang? Ich muss hier lang. Ich habe mich ein bisschen umgesehen. Ich habe ja die Angewohnheit, mich offscreen noch ein bisschen in der Welt hier umzusehen. Wenn ich so im Let's Play nicht so die Zeit dazu habe. Und ja, ich habe verdammt viele Sachen verpasst. Ich habe sogar zwei seltene Schätze verpasst. Das darf nicht wahr sein. Und die hätte ich gerne. So, der nächste Schatz ist hier. Und zwar ein fetter. Ich habe auch noch keine Schatztruhe, die ich jetzt einsammle, geguckt, ob was da überhaupt drin ist und so weiter und so fort. Ach ja, zur Story. Die Mädels sind immer noch entführt worden. Unser Butler-Squad hier. Als Rettung. Und wir machen uns natürlich so schnell wie möglich. Das bedeutet in unserem Fall so langsam wie möglich auf dem Weg, die zu retten. Aber nicht, um vorher noch einige Sachen zu erledigen. So, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oh, gehst du weg. Ist da was? Heiliger Trank. So. Bleh. Wenn ich mich nicht irre, dann war das jetzt entweder hier oder da. Aber ich habe mir das so extra aufgeschrieben und ich bin da trotzdem nicht mehr wieder. Komisch jetzt, das ist noch am selben Tag geschehen alles. Also ich habe noch, keine Ahnung, heute Mittag habe ich mich hier ein bisschen umgesehen und ich bin da nicht wieder. Jetzt finde ich die Schätze, die ich wieder gefunden habe, nicht wieder. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ach, ich bin ja, genau, vollkommen falsch hier. Ich muss nämlich zum, wo war das? Hier, glaube ich. Zum Gallia-Pfad. Hammel, weiß ich, ja, hier. Hammel. Hier war das, glaube ich. Tut mir leid, ich gucke jetzt hier zwischendurch noch auf meine Notizen. Aber ich meine, das war hier. So, eine Truhe haben wir schon. Ich habe 6 oder 7, keine Ahnung. Ist dunkel, ich habe kein Licht angemacht. Ich bin super vorbereitet. Aber ich möchte die natürlich auch alle mit einsammeln. Und ich möchte euch auch nicht vorenthalten, was wir daran finden. Vielleicht kann es ja nützlich sein. So, hier muss es sein. Da, guckt euch das an. Ein Verband. Was ist denn passiert? Was ich bestimmt beim Rasieren. So. Wir sind am Gallia-Pfad. Und hier fehlt nichts mehr. In Niakera ist doch noch irgendwas, aber wo denn? Egal. Wir gehen noch zum. Zum. Wo war das andere noch? Ach, ich glaube, ich weiß wo. Aber erstmal. Ah, okay. Hier gehen wir hin. Und zwar vom. Wenn ich jetzt wüsste, welcher der richtige jetzt ist. Hier. Hier ist der Ausgang, nämlich von dem Wald. Wo wir von diesen dicken Panzer geflüchtet sind. Also von Zhao. Und hier gucke ich das an. Das Gebiet konnten wir auch gar nicht erkunden. Also habe ich hier nicht direkt was verpasst. Und da ist. Da sind zwei Elixiere drin. Bäh. Nicht wieder irgendwas zu einkleiden. Schade. So, das nächste. Ach ja. Das ist da, wo die Wegsperre war. Da gab es auch noch einen Schatz. Ich glaube, da gab es sogar noch mehr. Und ja. Die holen wir uns jetzt auch noch. Toll, ne? Wie die Story hier so vorangetrieben wird, ne? Wunderbar. Finde ich auch richtig klasse. Und dann habe ich mich nochmal nordöstlich, südlich, keine Ahnung. Jedenfalls in der Nähe von Milas Heimatdorf. Da gab es noch ein Gebiet, so ein Weltkartengebiet, so weit wie hier. Und ja, da konnte man auch hin. Allerdings bin ich hier richtig. Ja, hier bin ich richtig, oder? Ja. So, wo ist es? Da ist das Loch. Hier war die Wegsperre irgendwo. Und
Hier haben wir nur eine Truhe. Und da haben wir Tränke des Lebens, was soll's. So, und hier kann man auch hochklettern. Ich glaube, da gab es auch so ein, zwei Schätze. Habe ich mich aber noch nicht umgeschaut. Und ein Loch ist ja auch noch geil. Das habe ich noch nicht mal gefunden letztes Mal. Wie geil. So, was haben wir hier? Nix. Soll ich verarschen? Na gut, dann erscheint hier bestimmt irgendwas. Ich glaube nicht, dass solche Räume für nix programmiert werden. So, einmal in den Bäumen umschauen. Oh, hi! Schwarze Hundeohren. Damit siehst du vielleicht wie eine Katze aus, wenn du ja, wenn du also Katzenliebhaber bist, versuche etwas Enthusiasmus zu zeigen. Geil. Ja, wir finden so viele Sachen. Und allein schon wegen den Ohren finde ich das klasse. So, die Truhe, die habe ich letztes Mal gesehen, genau. Und hier haben wir harte Schuppen. Ja, wie gesagt, ich habe noch nicht reingeguckt, was in den ganzen Truhen und so ist. Also bis jetzt hat sich das aber gelohnt, finde ich. Auch wenn wir nur so Klimbim gefunden haben. So, mehr ist hier nicht. Dann gehen wir noch zu... Ja, wie heißt die Stadt nochmal? Nyakera. Da ungefähr am Ende, da habe ich an den Kijara-Fällen. Upsala. Da, was? Ne, habe ich mir noch eingebildet, bestimmt. Ja, hier. Da. Kann man sogar sehen. Da hinten ist eine Schatztruhe, die habe ich auch verpasst. Mein Gott. Normalerweise gucke ich mich wie ein Bekloppter überall um, aber ich kann ja nicht eine Million Jahre an einen Ort rumhängen. Ja, war da auch eine Schatztruhe? Nee. So. Warte mal hier. Zack. Boah, wieso nur immer... Oh, geil. Wächter-Emblem. Fische Verteidigung um 5%. Ey, was für Sachen wir finden. Hoffentlich kriegen wir was, dass wir hier alle finden. So, jetzt muss ich nochmal auf meinen schlauen Notizzettel gucken. Gallia-Pfad. In Nyakera haben wir irgendwo noch was verpasst. Oder? Warte mal, ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch. Haben wir hier... Ah, ich bin auch bescheuert, ne? Ich habe doch hier neben der Schatztruhe gestartet. Dann habe ich mir hier die, oder? Nyakera, Geisterpfad, südlicher Bereich. Habe ich das gefunden oder nicht? Da bin ich jetzt vollkommen verpeilt. Ja. Wie immer in jedem zweiten, dritten Part meines Let's Plays wird hier nichts passieren. Wir gehen halt ganz locker an. Und ich glaube... Nee. Ich glaube, ich habe den Titel schon offscreen bekommen. Beutesammler. Ich glaube, den bekommt man, wenn man... oh Gott. Wenn man... Na, hier so rumliegende Beutel und was weiß ich nicht alles findet. So, und ihr geht mir bitte nicht auf die Nerven. Heiliger Trank. So. Ich habe mich extra auf Screen hier umgesehen und dann, wenn es drauf ankommt, dann finde ich noch nicht mal hier die Sachen. Da! Mein Gott. Ein mysteriöses Juwel. Wo war das überhaupt? Die Truhe, die ich letztens gefunden habe, ich meinte, eine war nur in den Bäumen. Oder habe ich die schon eingesammelt? Nicht wirklich so verpeilt. Ist das wirklich schon so spät? Na egal. Schon sehen. Wenn nicht, dann gucke ich in der Komplettlösung. Pff, nein. Also ich gucke allgemein in den ersten Durchlauf nie in Komplettlösung oder hole mir irgendwie Tipps. Der erste Durchlauf muss immer jungfräulich geschehen. So, und wir gehen jetzt nach. Ja, wo gehen wir denn hin? Wie heißt die Stadt nochmal? Sheraton. Dann holen wir uns noch ein paar Klamotten. Wer weiß, vielleicht kommen wir sogar irgendwie noch voran in diesem Part. Na ne, ich muss dann aufleveln. Wir kommen zu gar nichts heute. Egal. Müsst ihr ja angucken. Ich nehm's nur auf. Ihr müsst es angucken. So. Und Bonus mal 3. Ich weiß nicht, wann diese Bonus erscheinen, aber egal. So. Wie gesagt, ein bisschen trainiert. Ich habe dementsprechend auch viele Klamotten wiedergefunden. Und ja. Davon werden wir uns jetzt ein paar Sachen holen.
Sack. Schmakel, was? So, Waffenladen. So. Der Aufleveln ist ja nicht so große Ding, nur irgendwann die Sachen auch leisten zu können. Das ist ein Problem. Aber ich habe immer Geldknappheit. So. Ich mache immer so was 5 übrig bleiben, das müsste man ja schon gemerkt haben, ne? So. Weil ich möchte das alles ja onscreen erledigen, falls er das Wort gibt. Und wir haben nicht einen einzigen Fisch. Was ist das denn? Ah. Oh. Egal. So, jetzt können wir uns endlich mal ein paar neue Klamöttkens holen. Und ich bin wirklich für Rüstungen. Ich will nicht wissen, wie viele Sachen ich hier überspringen kann an Rüstungen. Oh, gar nichts. Okay, ich hoffe, da ist alles im Preis gesunken. So, zack. Jetzt kriegen wir auch noch Punkte, stimmt ja. So, er bekommt den Kampfanzug. Ich kaufe auch jetzt erstmal nur für die Kerle, was? Und was kann denn Ron? Also, boah, guckt euch das an. Kann sich schon einen Silbermantel holen. Aber ich will auch einen Langmantel haben. So, Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ob das hier die von den Mädels sind oder nicht. Und gleich ist uns das Geld schon wieder ausgegangen. Und Level 26. Ach du Kacke. Guckt euch mal an, wie viel Verteidigung das bringt. Ja, nimm. Und wir haben wieder kein Geld. Ey, wie mache ich das? Den wollte ich eigentlich Elven geben, aber okay. So, haben wir jetzt noch Geld, dann hole ich mir vielleicht noch ein paar Gerichte. Dann wird der Lebensmittelladen auch indirekt aufgelevelt. Eieiei. Dann begeben wir uns einfach noch zum Gebiet, wo wir letztens waren. So, ich brauche wieder hier so Erfahrungsdinger und was weiß ich, Geld. Ne, Geld brauche ich. Aufleveln muss ich auch noch. Na warte, dann leveln wir jetzt auf, schnell. Haben wir schon so ungefähr angeguckt, wann ich aufleveln will. Natürlich weiß ich das jetzt nicht mehr, ist schon wieder so spät. Wo war es? Lasse mich gucken. Illusionsangriff, nein, das wollte ich nicht. Flitzen, das wollte ich. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 25%. Dafür nehmen wir uns Intelligenz. Und KP. Und das reicht nicht. Nein! Und mir ist aufgefallen, wenn man auflevelt, dann bekommt man gar keine Dinger dazu, keine Statuswerte. Strafenschuss. Ne, ich wollte was anderes nehmen. Ich wollte Tornado-Antrieb. Genau. Wirklichkeit. Also alle Werte, die man hier auflevelt. Ne, das wollte ich gar nicht. Was zum Teufel habe ich denn jetzt gemacht? Aufladung plus 2, genau, das wollte ich. Und Fertigkeitspunkte, geil. Aber die tue ich normalerweise immer offscreen ausrüsten. So, Wasserschutz, was wollte ich bei ihm? Blaues wäre. Oh, AZ. So, und ich nehme einfach mal KP. Scheiß auf. Totale Reduktion. 10%ige Chance bei Wirken eines Geisterarztes 0 TP verbraucht werden, geil. Okay. Und noch mehr FP. Rona hat, glaube ich, die meisten FP von allen, fällt mir auf. Angriff 2. So. Schaffen wir auch noch, komm. FP hier. Verdammter Mist. Ja. Er braucht eigentlich gar nicht so. Aber was soll's. Verdammt. Oh, nein. Wo ist es? Aufladung plus 2, geil. Oh ja. Und wieder einmal haben wir nichts erreicht. Nein, ich möchte nicht rasten, aber ich werde mir im nächsten Part am Anfang holen. Weil dann würde ich sagen, das war schon wieder für heute. Von Let's Play Tales of Xilla. Wir haben nichts erreicht. Finde ich geil. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss.